Moin moin und herzlich willkommen hier bei den Elternchecker. Mein Name ist Simon und heute schauen wir uns zwei Spiele an. Das ist einmal Kluck und Ring El Ding, beides von Amigo. Beide Spiele habe ich diesmal übrigens nicht gekauft, sondern die wurden mir zur Verfügung gestellt mit der Bitte, dass ich es mir einmal anschaue. Sage ich direkt auch hier so vorab. Das heißt, das Thema wurde also vorgegeben, nicht auch meine Meinung. Finde ich ganz wichtig, dass man schon mal so erwähnt. Ja, und dann können wir eigentlich auch direkt mal einen Blick ins Datenblatt werfen. Beide Spiele sind ab dem 4. Lebensjahr empfohlen. Meines Erachtens kann man da bestimmt auch schon mit dem 3. Lebensjahr ran. Man braucht mindestens 2 Spieler, maximal 6 können mitspielen. Und beide Spiele sind auch relativ schnell aufgebaut. Also ist das durchaus auch was, was man so mal eben zwischendurch spielen kann. Als erstes gucken wir uns Kluck an. Kluck besteht aus 36 magnetischen Scheiben, einem Symbolwürfel und einem Farbwürfel. Der Symbolwürfel hat ja da diese verschiedenen Bilder drauf und wird immer zusammen kombiniert mit dem Farbwürfel geworfen. Wie das jetzt mal genau aussieht, das wollen wir mal kurz demonstrieren. Also das sind ja auch noch diese Scheiben. Magnetisch, wie man sehen kann, und die werden zum Spielbeginn dann auf der Tischplatte gleichmäßig verteilt. Geht auch sehr schnell, 36 Stück, kein Riesenproblem. Ich habe hier mal schnell Vorlauf gemacht. So, und dann haben wir jetzt 2 Würfel. Einmal diesen Symbolwürfel, einmal den Farbwürfel, das wird dann beides geworfen. Und das, was dann gezeigt wird, also in diesem Fall eine grüne Blume, das muss man also schnell wie möglich finden. Man darf auch nur eine Hand benutzen. Und der am Ende dann die meisten Chips hat, also seinen höchsten Stapel hat, der hat das Spiel gewonnen. Also ein sehr, sehr einfaches Spielprinzip, macht aber richtig Laune. Das passt schon, haben wir hier auch mal ausprobiert. So, und dann sind wir schon beim nächsten Spiel. Nennt sich Ring El Ding, macht mindestens genauso viel Laune. Auf jeden Fall ist es ein bisschen lauter. Man hat 32 Karten, man hat eine Glocke, man hat 72 Haargummis. Haargummis, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Die brauchen wir nicht für die Haare, sondern für die Hände. Ja, und das sind halt diese Karten und darum geht es eigentlich. Also man zieht halt eine Karte. Und dann werden dort diese verschiedenen Kombinationen angezeigt und da muss man so schnell wie eben möglich das nachbilden und dann auf die Glocke hauen. Wer am Ende dann 5 Karten, also wer als erstes geschafft hat, 5 Karten zu gewinnen, der ist dann Sieger. Ja, und das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Laune. Man kann ungefähr sagen, so eine Runde, eine Spieldauer, das sind so 10 Minuten, je nachdem wie viele Leute jetzt auch mitspielen. Und es ist halt mehr oder weniger selbsterklärend. Preislich, weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe, also wir sind hier halt im sehr günstigen Bereich unterwegs, also so pro Spiel ungefähr 15 Euro, finde ich auch fair, ist angemessen für so ein Spiel zwischendurch. Ja, und was denkt ihr darüber? Also was kann man von solchen Spielen eigentlich erwarten? Ist so ein Preis mit um die 15 Euro angemessen? Ja, und habt ihr selber solche Spiele? Vielleicht kennt ihr auch die beiden, dann kommentiert mal. Sowieso, wenn ihr was habt, einfach mal in die Kommentare rein, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Ja, und ansonsten abonniert doch den Channel, wir haben ja immer wieder neue Videos und dann freue ich mich auf euch. Bis bald, ciao!